Alle warten auf den parteilosen Thomas Minder. Er hat trotz eigener Zweifel im ersten Wahlgang das knappe Mehr erreicht. Mittlerweile tun die Gewinner und Verlierer sich gegenseitig gratulieren. Da bedanke ich mich auch ganz herzlich beim Walter Vogelsang und beim Reto Dubach für den sehr, sehr fairen Wahlkampf, den die Herausforderer gegeben. Ich glaube, auch das war ein Leistungsausweis für Schaffhausen, wo wir stolz sein dürfen. Während für den Hannes Germann von Anfang an klar war, dass er von den Schaffhauser wiedergewählt ist, hat es beim Reto Dubach anders ausgesehen. Er hat als Herausforderer vom Thomas Minder gehalten. Ja, ist klar, wenn man so ein Wahlresultat zur Kenntnis nehmen muss, dann ist man natürlich enttäuscht. Die Erwartungen sind ganz höher gewesen. Überrascht bin ich vor allem über das Ausmaß. Ich meine, man muss wissen, dass es schwer ist, gegen bisherige Ständeräte anzutreten. Der Thomas Minder schafft die Wahl im ersten Wahlgang nur dank wenigen 100 Stimmen für das absolute Mehr. Der Parteilose freut sich, dass es gelangt hat. Wir haben eigentlich auch mit einem zweiten Wahlgang gerechnet, aber wir sind happy, dass es im ersten geklappt hat. Und, es war auch für sich ein fairer Wahlkampf gewesen. Es ist normal, dass es ein bisschen Seitenhieb gibt. Es ist ein People-Business, wir sind keine Mathematiker. Und von dem her ist eigentlich jetzt da gut rausgekommen. Es ist natürlich für die FDP und für den Dubacher klatschen, das muss man schon sagen. Also kein Duell zwischen dem Thomas Minder und dem Reto Dubach. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen hat es aber zwischen dem eher unbekannten SPler Walter Vogelsanger und dem Reto Dubach gegeben. Ich habe eigentlich noch gehofft, es gebe einen zweiten Wahlgang. Also da wäre meiner Meinung nach die interessante Situation gewesen, wo man dann allenfalls schauen können, wie es weitergeht. Der Thomas Minder und der Hannes Germann werden die Schaffhausen auch die nächsten 4 Jahre im Ständerat vertreten. Die grosse Schlappe vom Tag hat der FDP-Regierungsrat Reto Dubach erzielt. Und das an seinem Geburtstag.